Wären 200.000 Kriegstote wirklich zu vermeiden gewesen? Liebe Freunde, 6. April 2022, ein Zeitungsbericht von der Berliner Zeitung. Da steht herinnen, dass der israelische Ex-Premier Bennett im März 2022 doch tatsächlich Verhandlungen geführt hat mit Putin und Zelensky und ein Waffenstillstand am 5. März 2022 so gut wie ausverhandelt gewesen ist. Das müsst ihr euch vorstellen. 14 Tage in etwa nach Kriegsausbruch war ein Waffenstillstand unter Mithilfe von Bennett, dem israelischen Ex-Premierminister, verhandelt. Warum ist er dann nicht gekommen, der Waffenstillstand? Es steht in diesem Artikel herinnen, dass vor allem Großbritannien und die USA den Prozess beendet hätten und eine Fortführung des Krieges wollten. Wie ist es überhaupt zu diesen Gesprächen gekommen? Als die Russen kurz vor Kiew gewesen sind, hat Zelensky sich an den israelischen Ex-Premier gewandt und um Hilfe ersucht, weil er um sein Leben gefürchtet hat, so steht in diesem Bericht herinnen. Putin hat zugesichert, dem Waffenstillstand zuzustimmen, wenn Zelensky zusichert, dass die Ukraine der NATO nicht beitritt. Das heißt, das wäre eigentlich laut diesem Bericht in trockenen Tüchern gewesen. Naja, er ist dann nicht nur mit den Briten und mit den Amerikanern gesprochen worden, sondern auch mit den Deutschen und mit den Franzosen. Aber insbesondere die Briten haben eine sehr aggressive Position bezogen, steht da herinnen, und haben gesagt, Putin müsse weiterhin bekämpft werden. Stellt sich für mich die Frage, ob die Ukraine Putin bekämpft, ob Putin die Ukraine bekämpft, ob wir einen Waffenstillstand seit März 2022 haben könnten und ob da nicht stellvertretend jetzt die NATO, die sogenannten Westmächte der NATO gegen die Russen kämpfen auf ukrainischem Boden, wo die Ukrainer nichts dafür können. Zum damaligen Zeitpunkt, am 5. März 2022, hat es einige tausend Kriegstote gegeben. Jeder Mensch, der in einem Krieg stirbt, ist ein Mensch zu viel. Nur zwischenzeitlich sind es 200.000 und es wären täglich mehr. Die wären zu vermeiden gewesen. Und wenn man jetzt in den letzten Tagen nur ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, und dann hört, dass in den USA chinesische Spionageballons abgeschossen werden, ist die Frage, ob das mit dem eventuell in Zusammenhang stehen kann. Wie komme ich auf die Idee? Es gibt eine Shanghai Organisation für Zusammenarbeit, die umfasst rund 40% der Weltbevölkerung, das müsst ihr euch vorstellen, und unter anderem sind Russland und China mit drinnen. Und wenn wir jetzt schnell ein oder zwei Minuten zurückdenken, wo ich gesagt habe, offensichtlich ist die NATO nicht interessiert daran, dass der Waffenstillstand zustande gekommen ist und die NATO doch sehr stark geprägt ist von den US-Amerikanern und die jetzt von einem Verbündeten von Putin, von Russland, Ballons abschießen, ist das schon gefährlich, was sie da aufbaut und aufschaukelt. Liebe Freunde, da müssen wir sehr, sehr wachsam sein und wirklich aufpassen, dass da nicht was ganz Schlimmes passiert. In dem Sinne, wir werden an dem Thema weiter dranbleiben und euch weiter informieren. Alles Gute einstweilen, habt nicht ganz viel Angst, seid trotzdem gut drauf. Ihr wisst, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben, aber wachsam und achtsam sein. Für dich.